Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, direkt aus Akt 7. Wir sind bald durch, also wir müssen einfach die Idole freispielen, damit wir noch ein bisschen ein Stück einfacher haben. Jo, und ich brauche natürlich die Lightning Aegis Idole. Die werden wir wahrscheinlich erst später finden. Aber jo. So habe ich in der letzten Aufnahme noch leider ein bisschen, ja, Spiel überfordert, dass es Spiel braucht, hat schon sehr viel Grafikpower und so. Ich habe auch nachgeschaut nach einem neuen PC. Es gibt wirklich viele PCs, die haben eine 4090 drin. Und ja, ist eigentlich mit 24 GB echt mega stark. Aber immer nur eine, und ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie auch einbauen kann. Ich habe jetzt noch nicht alle Shops abgegrast. Aber ja, ich möchte natürlich auch schöne Spiele spielen können, oder? Also ich bin jetzt nicht gerade derjenige, der alles dann noch voll moddet, noch schöner moddet und so weiter. Aber irgendwie, ja, mindestens zwei Grafikkarten möchte ich, und ja, also meine alten PC irgendwie die Grafikkarten umtauschen ist dann auch fast 2000 Euro wert und so. Also es ist mir ein bisschen zu viel für nur Grafikkarten. Meine 3070, die ich drin habe, ist einfach mittlerweile zu wenig. Die Spiele wollen ja immer wie anspruchsvoller sein, und das ist ja nicht so gut. Muss da irgendwas noch holen hier drüben? Nö, auswendig weiß ich es jetzt nicht mehr. Also komm, wir gehen darüber. Flammenmeer. Der Flammenschutz, genau. So. Jo, also ich bin einfach ein bisschen hinterfragt. Es ist nicht mehr so leicht, einfach einen PC zu haben, der wirklich top ist. Scheinbar, ja, ist es schon recht nervig geworden. Na gut. Jo. So. Wie immer noch sehr stark, und ich weiß jetzt, wie das Set stark wird. Ich habe gesagt, der Schockchance ist gar nicht mal so stark, und das andere ist Schockdauer ist auch nicht so stark. Es ist wirklich das Set Boni, und der wurde mir im Last Epoch 2 nicht gut angezeigt. Also man muss ein bisschen mehr suchen. Danach ist nicht so einfach wie in-game, was da unten dran steht. Und das ist eigentlich pro Intelligenzpunkt, ich glaube, 1% mehr Schaden. Also das ist echt stark. Das ist heftig, wenn ihr so bedenkt, oder? Also das ist fast zu heftig. Und deshalb ist wahrscheinlich der Beat wirklich sehr gut. Jetzt ist einfach, genau, das ist ja noch nicht geändert worden. Hier kann man schon drüber gehen. Es ist eben so, dass es gibt jetzt momentan einfach sehr gute Builds. Es gibt jetzt einen Build, ein Paladin-Build mit Rife, glaube ich, oder so. Es hat wieder Nahkampf, aber der braucht überhaupt keine Unix. Der trägt keine Unix im Endeffekt. Und das ist vielleicht wirklich super für einen Neuling. Er hat ein gutes Schild, er hat viel Blockchance, er hat gute Resistenzen. Für einen Anfang, für einen Neuling, ist das sicher sehr gut, aber ich werde nicht genügend Zeit haben und Lust haben, nochmals direkt einen Charakter hochzuspielen. Also, ich habe lieber Builds, die wirklich auch mal sterben können, aber dafür auch richtig reinrotzen, die optisch schön sind und die Items auch sehr interessant sind. Und das ist dieser Bild auf jeden Fall besser. Rife hat mich nie gefallen. Es ist einfach so einen typischen, langweiligen Schwungangriff, wie Swipe, Schwungangriff oder so in Path of Exile. In einfach, ja, ich habe ein bisschen Modifikatoren, das haben wir ja mit den ja, passiven Skill-Punkten oder Games in Path of Exile auch. Aber ich habe ja schon mehrmals gesagt, soll ich wieder eine Season spielen? Jetzt ist die Season auch verlängert worden um einen Monat. Ich könnte noch
beginnen und so einfach ein bisschen mehr spielen können, hoffentlich. Aber ich tue jetzt momentan die Items, die gefallen mir überhaupt nicht mehr. Es ist alles so mega unbalanciert worden. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber das habe ich einfach gesehen. Also man ist mega abhängig vom Handeln und ja, es droppt halt auch wirklich nur ja, der billige Schrott. Und ja, das ist vor allem das größte Problem, oder man hat nicht so Motivation überhaupt zu farmen. Die haben das falsch gemacht. Das macht nicht so Spaß. Pass of Exile 2 wird das hoffentlich besser machen. Ich werde es probieren zu spielen. Wenn ich natürlich Zuschauer habe und in den Livestreams auch wirklich auch das gut spielen kann, dann werde ich natürlich da sehr viel mehr spielen. Ich bin ja immer einer, der wirklich auch es für euch immer besser machen könnte. Nennt bitte die Sachen, die euch irgendwie gefallen. Ich mach's so, aber ich kann halt nicht unbedingt so mega viel bearbeiten. Also ja, mir fehlt einfach das Geld auch monatlich und so bearbeiten. Wie gesagt, ich würde es mir leisten, aber zuerst mal muss wirklich auch da die, wie sagen wir so schön, die Abstürze weggehen. Ich habe es langsam so ein bisschen herausgefunden, wieso das ist. Es ist einfach eine punktuelle Überforderung vom Lüfter. Also der Lüfter wird nicht übertrieben heiß. Jetzt habe ich momentan irgendwas mit 58 Grad. Das ist ja nicht heiß für einen PC. Aber irgendwas stimmt nicht. Es ist, glaube ich, wirklich Windows, wo dann einfach den PC neu startet. Oder ja, das Game neu startet, vor allem meistens hier in diesem Spiel. Und dann halt immer so Fehlercode 1 oder andere Error-Erkudet, Probleme, Abstürze. Aber in Last Epoch sofort Abstürze. Und das hat irgendwas mit der Moderne zu tun, also Windows 10 mit der Grafikkarte oder mit der RAM. Und das kann ich ja nur lösen, wenn ich wirklich einen neuen PC hole mir. Und ich würde mein Geld für das auch ausgeben. Ich habe halt nicht viel Geld. Es geben andere Leute für PCs aus. Das ist ja unglaublich. Ich würde schon gerne so 1400 Euro ausgeben für eine Titan oder so. Oder ja. Aber 4090 oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss auch mal auf Radeon wechseln. Ich kenne aber Radeon zu wenig. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt noch schlechter ist. Oder sogar viel besser oder so. Keine Ahnung. Es wird mir immer wieder gesagt, es sei leistungsfähig, aber braucht so viel Leistung? Brauche ich es überhaupt anders, oder? Also muss ich auch mich wieder eingewöhnen können bei einer anderen Grafikkarte. Soll ich einfach wechseln? Keine Ahnung. Wir gerne mir ein paar Ratschläge geben. Ja, und weiterhin, ich habe gesehen, Minecraft wirklich wunderbar, hat wieder funktioniert endlich. Wegen Forge, ich habe ja sonst immer Fabric verwendet. Und trotzdem hat es jetzt wieder abgestürzt. Also als ich die Aufnahme begonnen habe, hat es das erste Mal abgestürzt und einen weiteren Beitritt ins Game, also der Start, ging nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Bin halt ein Minecraft-Fan, also ich spiele es ja vor allem für das wegen dem Bauen. Ich finde das Survival eigentlich ziemlich schlecht von Minecraft. Ich möchte nur bauen. Jetzt darf mir gerne jemand zuschauen, wie ich baue. Dann natürlich auch Videos machen, wo ich alles ein bisschen vorstelle. Und es ist wirklich ein cooles Setting. Also so eine Art Ninja und Rajiv. Es ist einfach auch ein bisschen anders. Also zum Beispiel Last Epoch, weil ich liebe Last Epoch, aber ich möchte es nicht kopieren. Ich möchte es eigentlich gar nicht kopieren, aber ich möchte irgendwie so ein bisschen ja, den Spielfluss haben. Und ich mache eben wahrscheinlich ein Game, muss einfach natürlich auch Leute haben, die mir ein bisschen helfen könnten. Aber das ist schon gut, aber das ist das Wichtigste. Da komme ich nicht mehr mit. Ich
möchte halt wirklich euch etwas Gutes tun und das kann ich als kranker Mensch mit so wenig Unterstützung. Scheiße, bekommt man wirklich fast keinen kranken Lohn über. Einfach nicht. Ich kann es nicht. Kann ich mal eine gute Bude kaufen? Kann ich gar nichts. Ist alles unterhalb vom Minimal. Seit dem Meteorkrach machen. Ui, ja, da macht auch schon ziemlich viel Schaden. Ich finde Meteor wirklich zu langsam. Er macht zu viel Schaden, ist aber viel zu langsam. Also, wenn ihr ihn ungeskillt habt, dann ist er wirklich sehr schwer. Ich muss leider auch den Wall zu fest verändern. Aber zu wenig Reichweite. Ja, da nicht zu viel, zu wenig Reichweite, die Gegner sterben einfach zu schnell. Man muss ihn immer wieder umsetzen. Ich schaue mir immer die Gegner sehr gut an. Muss mir ein bisschen mehr konzentrieren. Es geht viel schneller, wenn man halt nicht Meteore castet. Geht immer so zu lange, bis sie runterkommen. Und das wird dann später auch wieder schneller, glaube ich, mit irgendwas. Ich noch nicht, also nicht fertig geskillt habe. Meteor Skill Tree. Fähigkeiten bauen. So. Also, wir haben da fertig. Jetzt können wir eigentlich dann langsam dort. Nein, müssen wir noch hier. So langsam kommen wir an den Punkt, wo wir auch die Defensive ein bisschen stärker machen können. Also Ward Regeneration ist jetzt von den Ringen frei und vom wie heißt das auf Deutsch? Flammenschild. Flammenschutz, genau. Und ja, ein bisschen nach passiven, aber noch nicht genügend. Also wir haben Wort Erholung oder Quarantention früher, also im Englischen. Ist noch viel zu klein. Ja, weiß gar nicht, wie das ist. Erholung oder so. Auf jeden Fall etwas, was halt das Wort der Schutz langsamer reduziert. So, mein Lieblingsgegner, den ich sowas von nicht mag. Ja, manchmal sind die nervigsten Bosse auch die coolsten, oder? Ich darf nicht zu viel Türen kosten. Ja, der hat recht viel Blitzresistenz, denke ich. Holz ist ja okay. Es gibt ja die Blitzeinschläge, die macht. Da macht das Holz ja keine Chance, aber. Es ist schon ein bisschen realistisch, dass ihr ein bisschen mehr Blitzresistenz habt. Ich denke aber meistens ist es vor allem die mega hohen Lebenszahlen. Ich hoffe, der Boss, also die Bosse werden nicht allzu lange gehen. Diesen Bild. Ich habe irgendwie das Gefühl mit dem Spring, ich kann da nichts machen. Das ist jetzt gerade buggy. Ah, jetzt. Es hat einfach wieder lange gedauert. So, weiteres. Ich bin jetzt momentan halt auch sehr viel sportlich wieder unterwegs. Ich muss es haben. Dafür muss ich auch immer sehr viel Protein zu mir nehmen. Und Proteine heißen für mich meistens recht viel Übelkeit. Das ist so. Also. Die Sache ist, ich muss das ungefähr zeitnah mit dem Magnesium nehmen und das ist so Zitronenpulver. Ich habe gehört, dass... Ah, jetzt habe ich den Zauberstab. Cool. Mir eins zu hoch. Ja, eins zu hoch. Aber egal. Wir sind genug stark. Wir sind zu spät. Ich glaube, das... Genau deswegen den Widerständen. Das ist der gute Gürtel, den ich nicht unbedingt brauche. Und geht doch weg. So. Das sieht man auch wieder etwas. Habt ihr es auch manchmal, dass dieser Filz echt nervt? Zu dunkel alles macht sonst. So, also dann machen wir den auch rein.
Und jetzt müssen wir, ich weiß nicht, das ist das zweite Black Core oder so, mal auf 50 Corruption schaffen. Hoffentlich. Was kostet diese Mega? Das sind halt immer meistens die Anfänger, die viel reden. Oder einfach viel erklären für Anwender. Da haben sie sehr viel. Ja, die meisten Leute wissen gar nicht, dass man halt Minion Damage braucht und nicht Physical Damage. Das wirkt nicht auf Minions. So. Ich habe mir ein paar Spiele noch rausgesucht, die ich vielleicht ein bisschen Let's Playen kann. Ob ich sie lange Let's Play, wahrscheinlich schon. Die müssen einfach gut funktionieren, also sie dürfen nicht abstürzen. Und so. Bin ja ein wirklicher Fan von sehr viel geschichtlich und ja, so AI-mäßig. Jo, oder eben einfach mit anderen Mitspielen natürlich zusammen Rollenspiel machen oder so. Ich muss mir aber noch ein paar Gedanken machen, welches Game lohnt sich zum Beispiel für mich. Sehr. Also der Schaden ist Wahnsinn jetzt. Das ist. Ich muss mal die Damage-Nummer noch anschauen. Ja, das sind einfach viele Treffer natürlich. Man muss eigentlich nur zwei Tasten drücken die ganze Zeit. Es ist noch ein bisschen anspruchslos. Aber eben der Spriggan Bear Bild, der ist sowas von empfindlich gewesen. Ich musste sehr viel Physical Resistance decken, sehr viel Gift Resistance und eigentlich bevor es da schlimm abgestürzt ist mit einem Bluescreen, der nur Bluescreen war, keine Schrift, nichts. Nur blau. Dann gewesen ist, was mein Lüfter mega rauchen ließ und laut machen ließ. Es ist so, wirklich, keine Ahnung. So Einstellungen bei OBS oder beim Game, so intensive Probleme. Und das halt auch in Minecraft, halt wegen Java. Sind einfach diese Engines sind langsam überfordert. Ich finde das so schön. Wahnsinnig schön, also ja, manchmal so grafisch finde ich es schöner als manche mega gute Games, also mega grafisch gute Games. Meistens stimmt ja irgendwie die Lichtverhältnisse nicht und so, und das sagt, lasst einfach drauf. Es macht richtig viel Spaß herumzureisen und die Gegend anzuschauen. Also wir sind fertig hier, oder? Ja, dann können wir die Echo machen. Jetzt haben wir 18 Minuten. Also wenn sie jetzt nicht abstürzen in den nächsten 3-4 Minuten, dann habe ich es hoffentlich hingekriegt. Aber es kann schon sein, dass das völlig OBS überlastet. Dass OBS sozusagen das Spiel crashen lässt. Selber aber nicht kaputt geht. Dann hier ist LP, Kälte-Widerstand. Kritische Trefferchance könnte ich nehmen. Aber dieses Aegis, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich kann nachschauen. Es ist bei hier Blitz Aegis, aber mit Bindestrich, okay. Ja, jetzt ist es gecrashed, danke schön. Weil ich unten auf die Taskbar gekommen bin, glaube ich. Wieso? Ich gehe ja sonst auch so raus. Typisch Spiel, also so unoptimiert. In Steam, ja, da Forum, Diskussionen schreiben sehr viele, kauft das Spiel nicht, das Game crasht nur die ganze Zeit. Stimmt auch ein bisschen, also es hat nicht jeder natürlich, aber ich habe es einfach alle 20 bis 30 Minuten einmal oder zweimal halt. Ja. Motiviert bin ich nicht, so viele Aufnahmen zu machen, beziehungsweise euch zeigen zu müssen, wie das Game crasht, aber
Es ist einfach nicht vermeidbar. Ich glaube, das habe ich gar nicht. Doch, ich habe. Das ist aber reflektierte Schaden. Blitzexplosion zu wirken. Ist es nicht das, was ich brauche? Ist es überhaupt Ding auch gecrashed? Google Chrome. Nein, ich brauche Increased Lightning Damage will have Lightning Aegis. Okay. Blitzexplosion erlitt einen Treffer. Es ist nicht so stark, also nicht so oft geprockt. Wenn man schon so viel getroffen, dass es wirklich gut procken kann. Aber dafür. Das ist auch Chance. Ich könnte es ein bisschen stacken, klar. Erhöhtes Zaubertempo mit Blitzäges wäre auch nicht schlecht. Auch wieder Reflektion. Liquidieren Blitzäges bei Treffer. Ja, die sind einfach so Endgame-mäßig, habe ich das Gefühl. Die müssen so Tier 10 sein. Hier ist auch Blitzäges, aber die Robe ist einfach zu schwach. Ich finde diese Starterrobe wirklich ziemlich gut. Einfach wegen Life Leech, das. Ja. Ist natürlich schon sehr stark. So. Schon wieder Reflekt. Ich will nicht Reflekt. Ich mag Reflekt nicht. Ja, gut. Ist enttäuschend, müssen wir irgendwo farmen können. Schade. Also nehme ich natürlich noch Resistenzen. So leeren Widerstand ist sehr wichtig am Anfang. Ein bisschen Blitzschaden. Oder so Nekrotik-Schaden. Wir brauchen gar nicht so viel Blitzschaden. Wir brauchen nicht einen Schaden. Ah, dieses Unique hier. Was ist jetzt? Habe ich jetzt noch gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefunden habe. Es kommt mir so bekannt vor. Ich schaue natürlich sonst nirgendwo rein. Ja. Ich spoilere mich nicht gerne. Also bei Story finde ich es fatal. Also es ist ja immer so, du willst eigentlich gar nicht irgendwas wissen, was Story hat. Aber das Gleiche ist bei den Items auch. Ich will nicht wissen, was sie für Werte haben. Und trotzdem wirst du irgendwie gespoilert direkt, weil du irgendwie ein Bild nachschauen willst. Aber das ist halt einfach so. Und ich tue die einfach so ziemlich ignorieren. Ich gehe nach links. Ich will da ein bisschen Gold mitnehmen, so für mehr Lagerplatz. Oh, schön. Also jetzt immerhin tut es nicht direkt wieder nachcrashen. Es macht Fortschritt. Wow, der Schaden. Ui. Also Blitzäges unbedingt mitnehmen. Das weiß ich gar nicht. Nein! What the fuck? Eine Sekunde hat er angegriffen, so viel Schaden gemacht. Ey, ich bin doch hier im Menü. Nein, das nicht. Fallhäufigkeit. Dann machen wir noch kurz ein bisschen mehr mit. Das ist einfach wichtig. Dieses Spiel hat so eine nervige KI. Die findet einem immer. Die greifen immer wieder an. Also vor allem auch die Türme. Es wurde mal gesagt, das wird so gemacht, wenn man nicht läuft, schießen sie auch nicht. Und was machen sie? Sie schießen! Ich habe so lange gewartet, bis ich da, ja, eigentlich ziemlich sicher war und trotzdem wurde ich getötet. Wir haben halt auch nicht gute Giftresistenz. Wir haben 0% Giftresistenz. Wir können es einfach noch nicht. Das Spiel ist nicht balanciert. Man kommt so schlecht an Resistenz, bis man irgendwie Items hat, damit so 30, 40 Resistenz. Geht einfach nicht so schnell. Also man
Man muss auf bestimmten Resistenzen verzichten können. Das muss ich ja mit Giftresistenz momentan noch machen. Es ist einfach, ja. Es muss einfach irgendwie besser gelöst werden. Also, das heißt, Giftresistenzen auf Idole machen, holen. Und wenn ich so früh zu den Monolithen gehen, was schon ein bisschen schwieriger natürlich noch ist. Aber, ja, dann sterben wir halt kurz ein bisschen. Das Beste ist, wenn ihr solche Spiele spielen könnt, ohne besten Anspruch. Also, es trotzdem genießt, auch wenn ihr halt nicht ganz so gut spielen könnt, beziehungsweise einfach euch die Zeit fehlt zum Grinden. So, jetzt machen wir die Crit-Chance hoch, dann haben wir auch ein bisschen mehr Lebenschancen. Und jo. Und das ist einfach halt ein bisschen langsamer, ein bisschen besser in den Griff bekommen. Der macht auch ziemlich Schaden. Stich, nein, sich ausbessern. Ja, ich bin aber froh, wieder ein bisschen weiter zu sein im Spiel. Jetzt habe ich echt wieder zu viel getestet. Das ist ja. Ja, 13 Giftwiderstand. Ich habe einfach diesen Life Leech jetzt so langsam nicht mehr so nötig. Ich würde gerne. Ich habe doch irgendwo vom vorherigen Beet Giftresistenz-Sachen. Machen wir hier nochmal Gift. Giftschaden. Hier hätten wir einen Ring, aber den kann ich nicht nutzen. Giftwiderstand. Sehr schön. Giftwiderstand. Ja. Ich doch lieber ein bisschen Blitz weg. Blitzschanden. Also ihr seht, es ist jetzt gerade sehr viel schwerer wieder geworden und das sollte einfach ein bisschen gefixt werden. Was hast du jetzt Zugriffe auf die Steam-Community während des Spiels? Will ich nicht wissen. Steam macht wieder irgendwelche unnötigen Sachen. Giftwiderstand. Ja, wieso nicht? Da habt ihr meine Giftresistenz. Liebe Zuschauer, ich hab's gelöst. Solche Werte sind natürlich mega toll. Ja, jetzt machen wir noch mehr, machen die Gegner noch mehr Schaden. Okay. Hab dafür ein bisschen Geld. Das ist manchmal schon cool wieder. Okay. Oh nein. Jetzt ist leider der die Blaulichtabschwächung weg. Habt ihr das auch? Mal dann schauen im Video. Ja, ich denke, ja, bevor es crasht, beende ich halt den Part wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ich kann es nicht oft sagen, ja, ich kann schon oft sagen, aber nachher mit einem Crash. Und ja, ich muss das noch ein bisschen fixen können. Sonst mache ich einfach 20 Minuten Parts, eventuell, wenn es noch nicht gecrashed ist. Damit ihr, ja, ihr bekommt ja dann auch wieder mehr Videos über, oder? Weil es schneller geht zum Hochladen. Jetzt ein Video ist mega schnell gegangen zum Hochladen und Verarbeiten und ein Video hat einen ganzen Tag gebracht. Das ist irgendwie YouTube auch momentan nicht gerade so gut. Also bevor es hier crasht, weil man reingeht zum Charakter, beende ich das Video. Dankeschön fürs Schauen. Ihr habt aber auch irgendwie noch einen Standscreen. Okay, kann es nicht wegmachen. Ja. Bildschirmaufnahme bringt nichts. Also dann, bis zum nächsten Part. Ja. Tschüss.